Auf Galopp für die Fohlen in Marbella. Bis Mittwoch steht hier der wichtigste Teil der Wintervorbereitung an, das große Kennenlernen mit Dieter Hecking. Am Samstagvormittag bat er seine Spieler erstmals auf den Trainingsplatz. 3 Wochen nach seiner scheinbar schweren Bänderverletzung konnte Christoph Kramer schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Eine erste gute Nachricht. Nach dem Aufwärmen gab es eine längere Phase an der Taktiktafel und dann munteres 11 gegen 11 mit Vierer- und mit Dreierkette. Und immer wieder hielt Hecking das Ganze an. Seine Ideen sollen schließlich ankommen. Dass es weiter ziemlich zur Sache ging, für Hecking selbst alles ein Stück weit Normalität. Nach fast 2 Stunden war Schluss, Zeit zum Kennenlernen für die Fans mit Timotej Kolodziejczak und natürlich mit Dieter Hecking. Am Nachmittag waren dann deutlich mehr Fans dabei. Sie sahen eine Borussia, die den Ball wieder nur selten zur Seite legte und nur ab und an verschnaufte. Ansonsten ging es weiter zur Sache, was mitunter mit Schmerzen verbunden war. Und nach noch einmal mehr als 1,5 Stunden Training schickte Hecking seine Spieler in den wohlverdienten Feierabend.